Guten Tag, liebe BVB-Fans. Heute wird es ein verrückter Tag und deshalb willkommen zum BVB-Vlog Nummer 5. Status-Update. Wir sind heute Morgen von Singapur nach Malaysia rübergefahren, werden heute Abend ein Freundschaftsspiel haben gegen Johor Darul Tazim, kurz genannt JDT. Nach dem Spiel werden wir dann zum Flughafen fahren, fliegen dann nach Vietnam und bleiben da für 2 Tage. Flugdauer ungefähr 3 Stunden. Und werden dann da unsere Asiatour fortsetzen. Das bedeutet wiederum, ich nehme euch wieder mit hinter die Kulissen, wollen auch gar nicht so lange schnacken. Wir sehen uns dann im Stadion wieder. So Leute, wir sind im Stadion angekommen. Ich werde als erstes direkt erstmal in die Kabine laufen und ja, euch mal die Kabine zeigen und den Frankie einen schönen Überraschungsbesuch geben. Das ist nicht alles, mein Junge. Roomtour mit Frankie. Geil. So. Hier geht's in die Sauna. Ey. Okay, Sauna gibt's hier auch. Ja. Da steht's auch fett drauf. Whirlpool. Okay, schön die Eiswanne natürlich. Ja. Alles Duschkabinen. Oh, da hat man auch immer seine Privatsphäre. Ja. Nicht so wie bei mir in der Kreisklasse. Kreisliga. So, und da hinten ist dann halt der Rest. Okay, das ist egal. Das ist egal. Aber schauen wir uns doch mal die Kabine an. Alter, Frankie. Sehr gut. Danke. Bitte. Man muss natürlich auch dazu erwähnen, das Stadion wurde vor kurzem neu gebaut und deswegen würde ich sagen, sieht das ja auch so fancy aus in Klammern, beziehungsweise auch so modern. Was denkst du zum Stadion, zum Platz? Das ist so krass, ich schwöre. Ich komme nicht klar. Ich bin noch nie in so einem großen Stadion gewesen, außer Signal Iduna natürlich. Ja. Ja, ja, aber brutal. Hat was, ne? Auch die Kabine und so? Anders. Ganz anders, ganz neu. Brutal, ehrlich. Viel Erfolg wieder. Spaß. Yes, Leute, Endstand 1 zu 4. Wir haben gewonnen und es geht auch direkt schon weiter. Wir sind nämlich unter Zeitdruck. Wir müssen jetzt direkt zum Flughafen fahren. In diesem Sinne nochmal vielen Dank an Malaysia, an Johor für den tollen Empfang. Auch hier super herzlich und einfach super geile Stimmung. Bang! Hummels!
Sind ja Vietnam, wir sind angekommen. Es ist 4 Uhr morgens, wir sind alle im Hotel. Sachen sind alle hier reingetragen und ja, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal alle schlafen gehen. Also ich kann für alle sprechen, wir sind alle total müde. Und morgen steht wieder einiges an Programm. Wir werden ein bisschen Sightseeing machen. Aber ja, das seht ihr morgen. Ich muss jetzt schlafen gehen. Ich kann nicht mehr. Gute Nacht. Es ist soweit, wir sind hier bei der Sightseeing-Tour. Im Hintergrund seht ihr schon, wir sind hier an der Train Street. Wir gucken uns ein bisschen hier die Gegend an und genießen einfach mal ein bisschen Tourismus. Da sehe ich uns eigentlich schon mit. Wie? Ja, hier sitzen, Kaffee trinken, alles machen, was verboten ist. Was so. Hast du das fotografiert? Nee. Was hast du? Okay. Dass wir das einmal festhalten. Gefällt dir soweit? Hier? Gefällt mir sehr gut, ja. Ja. Kurzer, ja. Kurzer Eindruck bisher, aber der ist sehr gut. Kommen jetzt noch ein paar mehr dazu. Trinker, ne? Absolut. Jetzt geht's gleich los. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Unterschied vor allem. Ne? Also so, es soll komplett anders sein. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, was ich zu erwarten habe. Das Einzige, ich habe gerade frische Zähne geputzt, bevor wir her sind. Ich sollte vielleicht mal ein Glas Wasser nachspülen, weil sonst ist es vielleicht wie O-Saft trinken danach. Das ist gar nichts einschätzen kann. Ich hole wirklich mal ein Glas Wasser. Geil, wirklich, das ist so cool. Hallo! Leute, Sightseeing-Tour ist vorbei. Es geht jetzt zurück mit der Ritscha, zurück ins Hotel, denn wir haben nachher noch ein PK, dann gibt es heute noch Training und morgen ist nämlich noch ein Freundschaftsspiel hier in Hanoi.
Und dann ist auch damit die Asia-Tour beendet. Ich würde sagen, von mir mit dem Vlog ist es ja auch beendet. Vietnam, Gamang, hier könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Hier geht es zu den nächsten beiden Videos. Vielen Dank, dass ihr den Vlog bis hierhin geschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und ich konnte euch gut mit hinter die Kulissen nehmen. Und yes, wir sehen uns wieder in Dortmund. Ciao.